Willkommen bei unserer vierten Ausgabe von unserem MMA-Podcast. Mein Name ist Gürkan. Mit dabei ist wieder MMA-Analyst und Experte Yannick. Ja, danke für die tolle Begrüßung und Servus. Was für ein Intro. Dieses Mal machen wir eine Review zur vergangenen Fightcard in London, Bisping gegen Silva, und eine Preview zur kommenden Fightcard McGregor gegen Nate Diaz in Las Vegas. Fangen wir mal mit der London Fightcard an. Der erste Kampf der Prelims war David Taymor gegen Martin Svensson. Den Kampf haben wir beide nicht gesehen. Aber wir haben die Stats vor uns. Und die Stats sagen uns, dass David Taymor Martin Svensson in der zweiten Runde durch TKO gewonnen hat. Was sagst du dazu? Ich hab's ja gesagt, ne? Ich hab's mir gedacht. Hast du es gesagt, oder? Ich hab Taymor gesagt. Okay. Aber ich dachte erste Runde. Aber egal. Was hab ich nochmal gesagt bei dem Kampf? Svensson, Alter. Okay, hat der Schwede enttäuscht. Der nächste Kampf war Teemu Pakkalen, der kommt aus Finnland, gegen Thibaut Kuti, gegen deinen Landsmann, gegen deinen French Fellow. Der Kampf ging auch nicht sehr lange, auch nur 20 Sekunden. Der französische Fighter Kuti hat gar nichts gelandet in dem Kampf und hat dann durch Submission verloren. Ja, gut, der hat sogar einen Knockdown gestartet, Teemu Pakkalen. Ja, also der Thibaut Kuti hat ja vor einer Woche oder so den Fight dann erst angenommen, glaube ich. Oder halt so auf Short Notice. Aber ich hätte gedacht, dass der ein paar Schläge landet, bevor der irgendwie verliert. So. Ja, der hat hier überhaupt nichts gelandet, Alter. Ist krass. Pakkalen durch Submission gewonnen, nice. Der nächste Fight war Daniel Omilanchak gegen Jarvis Danio. Danio kommt ja aus Deutschland. Wir waren ja für ihn gewesen. Ich glaube, du hast den Kampf ja im Nachhinein nochmal angeschaut und wolltest auch was dazu sagen, oder? Ganz kurz, bevor du was über den Kampf sagst. Der Name, ich wollte es auch schon letztes Mal sagen, Jarvis Danio. Vielleicht schon mal an was mich das erinnert. Du kennst doch Dario Naharis von Zweitgeborenen, ne, bei Game of Thrones. Das hört sich auch an, als ob der von den Zweitgeborenen wäre, so ein Krieger von denen, Alter. So, das Aussehen hat der schon mal. Jarvis Danio, Alter. Okay, ja. Brauche ich nichts dazu mehr sagen, glaube ich. Auf jeden Fall, ich habe mir den Fight angeschaut und ja, wie ich mir schon dachte, dass erste Runde sehr gut für Jarvis Danio aussieht. Der hat auch die erste Runde gewonnen, klar. Hat gesehen, der hat gute Strikes gelandet, hat seine Takedowns verteidigen können vom Gegner, hat ihn gegen Cage gepressured, so wie ich es mir halt vorgestellt habe, was er macht, was er gut kann halt. Dieses Grinden-Style auf jeden Fall. Das hast du auch letztens auch schon im Podcast gesagt, gell, dass er in der ersten Runde stark ist und danach ein bisschen immer nachlässt. Ja, genau. Halt Kondi-Probleme halt, wie die meisten Heavyweights halt, logischerweise. Und dann ging es halt los irgendwie, dann zweite Runde war dann halt nicht mehr so. Der hat dann, ich glaube, der war dann halt auch müde, der hat auch dann so einen illegalen Knee gegen den Kopf gekriegt von dem Gegner. Also der hatte seine Hand unten und dann hat der, was man darf dann halt kein Knie geben am Kopf, wenn er die Hand unten hat, und dann hat er dem noch ein Knie gegeben, wurde der Fight kurz gestoppt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob so hart war das Knie. Das habe ich jetzt nicht so, kann ich schlecht beurteilen. Konnte aber schon noch weiterkämpfen, oder? Schon noch weiterkämpfen, auf jeden Fall. Und dann dritte Runde, ging es halt so weiter. Und dann hat der Jarvis Danio in so einem Exchange, das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber er hat dann von dem Daniel so ein Dinger, richtigen linken Hook, Alter, auf die Eier gekriegt einfach. Ich schwöre halt, das siehst du im Replay noch, richtig auf die Eier gekriegt. Und dann war der Fight vorbei, weil der hat den voll erwischt halt, weißt du? Und das Problem war halt auch an dem ganzen Fight so, also ich habe es dann auf Facebook gelesen, er hat einen Facebook-Post gemacht und hat dann halt gesagt, dass er vor einer Woche oder so musste der halt, weil der hatte Knieprobleme schon lange. Ja, Charis. Ja, genau. Der hatte Knieprobleme und musste da eine OP machen dann oder irgendwie eine Behandlung und dann oder auch vor längerer Zeit irgendwie, und das hat den halt voll behindert. Der konnte halt dann davor nicht kämpfen, also vor dem Fight nicht mehr trainieren. Und der wollte seine Fans auf jeden Fall nicht enttäuschen und hat dann gesagt, okay, kämpf jetzt trotzdem. Hat es dann auch gemacht. Hat halt gesagt, er war halt nicht so fit genug, aber der wollte halt, ja, keinen enttäuschen. Hat das halt angenommen und da hat er halt gesagt, klar. Der ist dann noch im Krankenhaus gewesen wegen dem Eierschlag, glaube ich. Ich glaube, der echt, das war. Left Hook in die Eier. Abartig, Mann.
Ja, auf jeden Fall schade halt für Giorgio Stanno, aber ich kann verstehen, wieso der das gemacht hat, wieso der trotzdem gekämpft hat. So, ist voll korrekt von dem, weißt du. Aber ja, Gesundheit, der musste halt aufpassen. Und ich bin mir sicher, der kriegt auch nochmal einen nächsten Fight in der UFC und da bereitet er sich gut vor und dann wird er auch seinen nächsten Gegner besiegen, da bin ich mir sicher, weil ich fand, erste Runde, wie gesagt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ja seine Fights davor schon gesehen, hat mich schon sehr gefreut und der hat ja auch gutes Herz gezeigt, dann auch in der dritten Runde auch wieder. Spricht man seinen Namen Jarges aus oder Jarges? Ich glaube, Judges. Aber ich bin mir nicht Jarges sicher. Dano. Ich bin mir nicht sicher. Ja klar, ich meine, wenn du verletzt bist und dann vor allem noch als Heavyweight und weiß nicht, 2, 3 Wochen davor nicht trainieren kannst, ist ja schon richtig scheiße eigentlich, weil gerade noch die Kondi muss ja auch stimmen. Und wenn das nicht geht, Theoretisch. wenn das nicht geht, dann ist das natürlich ein riesen Nachteil. Ja, schade für den Kommandant der Zweitgeborenen. Gehen wir weiter. Norman Park gegen Rustam Khabilov. Khabilov hat hier gewonnen per Decision. Ich glaube sogar unanimous. 2-1, genau. Hat ich habe jetzt den Kampf leider auch nicht gesehen. Die erste Runde ging aber deutlich an Khabilov. Der hat hier konnte hier 2 Takedowns landen, hat mehr Schläge gesamt gelandet und mehr Wirkungstreffer. In der zweiten Runde ging es eigentlich so weiter, war auch wieder im Vorteil, konnte wieder ein Takedown landen. Und die dritte Runde hat er auch eigentlich deutlich gewonnen gehabt. Also ich weiß nicht, was die Dinger da gesehen haben, die Zweite Judges. Runde, Ich weiß gar nicht, wie die Judges der Norman Park eine Runde geben könnten. Ich glaube, was sagst du dazu, Yannick? ich denke, vielleicht hat er einen Takedown gelandet und dann halt nur solche irgendwie so leichte Schläge gemacht, weil Pillow Punches. Pillow. Ja, vielleicht war es deswegen. Keine Ahnung. Egal, finde ich cool, dass Khabilov gewonnen hat. Ich mag den. Dann gehen wir weiter zum nächsten Kampf. Bradley Scott gegen Christoph Jotko. Jotko, der Breakdancer, hat hier gewonnen. Durch, ja, wieder durch Unanimous Decision. ja, was soll ich zum Kampf sagen? Ich schaue mir mal gerade die Stats an. Okay, die erste Runde war schon ziemlich knapp gewesen. Ich glaube, die ging an Bradley Scott von den Stats her. Bradley Scott hat einen Schlag mehr gelandet als Jotko. Auch bei den Wirkungstreffern. In der zweiten Runde konnte dann Jotko aufholen. Aber auch sehr, sehr knapp gewesen. Und die dritte konnte auch Jotko für sich entscheiden und ja, konnte sich dadurch 2-1 die Punkte Decision holen. Schön auf jeden Fall für Jotko. Willst du noch was sagen zum Kampf? Ja, also Ja, schnell auch nicht gesehen, Alter. wir wussten ja eigentlich, dass Jotko halt ein guter Allroundfighter ist. Ich habe mir schon gedacht, Ja, dass er gewinnen wird. da, wie schon gedacht einfach. Weil Dinger, Bradley Scott sagt mir gar nichts und wahrscheinlich. Ja, Jotko hat halt auch den Vorteil durch seinen Breakdance-Background. Konnte den Kampf noch am Boden gewinnen, wahrscheinlich. Konnte der seinen Gegner verwirren mit seinen Dance-Moves. Dann kam der von weirden Angle-Seite. Der nächste Fight war Arnold Allen gegen Yao Cinmesa. Arnold Allen hat hier auch gewonnen durch Punkte. Also die meisten Fights waren keine Finishes, sondern waren eher Punkte. Decisions und Arnold Allen konnte hier auch jede Runde für sich entscheiden. Erste Runde, okay, erste Runde hat er weniger Schläge gelandet als Mesa, aber konnte die Runde sichern durch den Takedown. In der zweiten genauso, hat er auch weniger Schläge gelandet als Mesa, aber konnte 2 Takedowns landen. Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Wenn du gutes Wrestling hast und Grappling und den Gegner am Boden kontrollieren kannst und auf ihn liegst, es gibt ja auch alles Punkte, konnte er sich die zweite Runde dementsprechend auch holen. Und in der dritten ging es so weiter. Da hat dann, ich glaube, Yao Cinmesa auch mental aufgegeben. Und ja, Sieg für Arnold Allen, Alter. 3-0, würde ich mal sagen, ne? Da würde ich mal sagen, einfach Takedown Defense arbeiten. Yao Cinmesa ist sogar ein Wrestler, glaube ich. Soweit ich weiß. Jetzt nicht so ein guter, aber so vom Background her. Ja, gut. Der nächste Fight war Scott Askham gegen Chris Dempsey. Das war ja auch Performance of the Night. Ich glaube sogar Knockout of the Night oder so.
Da hat ja Scott Askim in der ersten Runde gewonnen durch so einen voll den brutalen Headkick, hat mir ein Freund gesagt. Ich hab den Finish aber leider nicht gesehen. Du auch nicht, oder? Nein. Okay. Ich habe nur gehört, dass brutaler Headkick geschäftig, Mann. Alter. Ich habe nur gehört, das war ein ziemlich brutaler Headkick und ja, Mann, schön für Scott Askim auf jeden Fall. Der nächste Kampf war Davy Grant gegen Marlon Vera. Yannick, was kannst du zum Kampf sagen? Abartig. Aber nein, ich hab den auch nicht gesehen. Davy Grant gewinnt durch Punkte gegen Vera. Ja, und der hat hier die Runde den Outstriked wahrscheinlich dann, ne? Die Takedowns haben beide verteidigt. Ja, jeder hatte einen. Ja. Aber Davy Grant war immer im Vorteil, sicher, Alter. Das ist ja heftig. Der hat den echt richtig fertig gemacht halt. Ja. Ja, schön für Davy Grant auf jeden Fall. Der nächste Fight war Mike Wilkinson gegen Marwan Amirkhani. Amirkhani hat hier 2-1 gewonnen, das weiß ich. Die Punkte Decision für sich geholt, der kam ja schon mit dem Hype rein in die UFC. Ich weiß gerade nicht, wie die Runden aussahen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Amirkhani 2-1 gewonnen hat. Und zwar die erste Runde konnte er für sich entscheiden, ganz deutlich sogar. In der zweiten Runde, ja, die zweite ging dann an Mike Wilkinson, obwohl Amirkhani 4 Minuten lang im Vorteil war, durch irgendeine Position, nehme ich ihm an, durch einen Takedown oder so. Aber ich schätze mal, dass die zweite... Allein schon, weil Mike Wilkinson mehr Schläge gelandet hat als Amirkhani. Ich denke mal, dass die zweite an Wilkinson ging. Und die dritte Runde. Okay, willst du was sagen? Ja, also ich habe mir den Fight angeschaut und. Hast du das angeschaut? Ja, Amirkhani hat den schon kontrolliert. Also der Wilkinson hat ein paar Schläge schon getroffen, auf jeden Fall. Im Stand-up war schon Mike Wilkinson schon ein Vorteil. Aber sobald es auf den Boden ging und der Amirkhani hat es richtig gut gemacht, der hat es so nicht. Der hat jetzt nicht direkt geshootet, zum Beispiel wie Ryan Bader gegen Anthony Johnson. Der hat halt wirklich versucht, so ein Setup zu machen. So. Und sobald der hat einen richtig krassen, also richtig krasses Top-Control, Mann. Der switcht die Position richtig krass. Der hat so ein krankes Jiu-Jitsu-Game, der Typ. Der Amirkhani, der ist richtig Submission-Specialist, Alter. Das sieht man auch. Der hat halt ja auch die meisten Takedowns gelandet und konnte ihn dann wahrscheinlich auch am Boden kontrollieren. Das war... Der arme Mike Wilkinson, der wusste gar nicht mehr, was abging so. Der Amerikaner war einmal Side Control, dann war der irgendwie Dinger, die waren sogar 50-50 Position. Nee, nicht 50-50, North-South oder wie das heißt, weißt du, wo die so Dinger sind. Der war in allen Positionen so, der hatte den auch im Mount, aber Amerikaner hat es halt nicht geschafft, den zu finishen auch so. Er hat ihn schon gut getroffen und in der dritten Runde war der richtig voll am Arsch. Der Amirkani und der Mike Wilkinson sah so aus, als könnte der den finishen, ne? Der hat den Amirkani runtergehauen und dann saß fast, also ich weiß nicht mal, ob das so als Knockdown zählt, aber der hat den richtig getroffen, dann ist der nach hinten gegangen, der Amirkani, aber dann konnte der wieder die Position transition, weißt du, der war im Guard, konnte aber nichts machen, der Mike Wilkinson, und dann hat er wieder umgedreht und dann, es war richtig, also der hat richtig krasse Scrambles, der. Ja, also die erste und zweite, ich muss mich verbessern, erste und zweite ging an Amirkhani und die dritte ging an Wilkinson. Also Wilkinson, denke ich mal, ist in der dritten Runde richtig durchgedreht und wollte den Kampf halt durch Dinger gewinnen, durch KO. Hat es aber da nicht ganz geschafft, weil Amirkhani hatte wahrscheinlich auch hohes Fight-IQ und hat dann den Takedown gelandet und hat vorsichtig gekämpft und den Gegner kontrolliert. Ja, das war einfach, die ersten zwei Runden waren halt komplette Dominanz von dem Amirkhani, weil der Wilkinson dann keine Chance hatte. Der wusste nicht, was zu tun ist. Der hat es versucht im Stand-up, aber hat es halt dann leider nicht geschafft. Okay. Leider für ihn. Okay. Dann der nächste Kampf war Francisco Rivera gegen Brad Pickett. Der Kampf war, hast du ihn gesehen, oder? Der Kampf war, ich weiß nur so viel, dass der Kampf ein bisschen kontrovers war. Brad Pickett hat durch Split Decision gewonnen. Frag mich aber nicht wie, Alter. Das war wirklich so knapp oder keine Ahnung was Ilcho von dem Kampf und von der Split Decision Sieg für Brad Pickett. Also die Split Decision liegt halt in der zweiten Runde so. Also erste Runde war halt an Francisco Rivera. So habe ich es auch gesehen. So, der hat viel mehr Schläge gelandet, gut in der Pocket gefightet. Und die letzte Runde hat dann halt Brad Pickett gewonnen. Und dann ging es halt da zu entscheiden, wer die zweite gewonnen hat. Und ich bin mir halt sicher, auch ein bisschen Homecrowd-Favorite, ist ja auch klar. Da ist natürlich die Crowd abgegangen, als Brad Pickett irgendwas gelandet hat.
Das hat vielleicht die Judges irgendwie beeinflusst, ich weiß auch nicht. Er hat aber auch, fand ich, er hat auch einen Takedown gelandet, aber Dinger auch, Rivera auch. Und die hatten sogar mal so ein richtiges in der Pocket Swingfest gehabt. Und das wollten alle sehen, so. Die sind alle durchgedreht, gell? Aber dann sind die wieder rausgegangen, weil beide wussten halt, okay, wenn ich zu lange so einen Scheiß mache, dann gehe ich K.O. oder so. Und beide haben es halt überlebt. Und Brad Pickett hat in der letzten Runde nochmal Gas gegeben, aber hat es halt auch nicht geschafft. Keiner hat es halt geschafft, den anderen zu finishen. Und haben sich die Judges halt für Pickett entschieden. Okay, ich weiß auch, dass Brad Pickett um seinen Vertrag gekämpft hat. Also wenn er den Kampf verloren hätte, wäre er wahrscheinlich draußen gewesen, weil er seine letzten, keine Ahnung, 4 Kämpfe oder so verloren hat. Ja, wäre schade gewesen. Hätte wieder zurückgehen können zum World of Warcraft spielen. Jetzt zockt der WoW. Der nächste Fight war Tom auf der Maincard war Tom Breeze gegen Kita Nakamura. Den Kampf habe ich leider auch nicht gesehen. Ich glaube, du hast ihn gesehen, du bist ja hier Experte, du weißt von allem Bescheid. Ja, ich habe ihn gesehen und das war echt ein krasser Fight so, weil was daran angeht, dass Tom Breeze es nicht geschafft hat, seinen Gegner zu finishen halt. Es war, glaube, der hat alle seine Fights, seine 9 Fights, hat er alle den Gegner finishen können und den hat er halt durch Decision holen können, weil der Nakamura hat es gut gemacht mit seinem, ich glaube sogar 2. Runde oder so hat er sogar gewonnen. Oder 3. Irgendeine Runde hat er auf jeden Fall gewonnen. Laut einem Judge. Ich kann mich jetzt nicht so... Ich weiß nicht, was er an den Judge gesehen hat. Ja, das stimmt schon. Also 2 Judges haben Tom Breeze 3-0 gegeben und ein Judge hat ihm 2-1 gegeben. Wahrscheinlich hat der Judge, also die zweite ging deutlich für Tom, war deutlich für Tom Breeze gewesen, die letzte auch zweifelsohne. Ich denke mal, irgendwie die erste genau, weil er einen Takedown gelandet hat und wahrscheinlich hat der Judge das irgendwie zu viel zu hoch bewertet oder so. Ja, der Tom Breeze hat es halt gut gemacht so. Er hat es halt natürlich nicht versucht, in Keita Nakamuras Spiel einzugehen, diese ganzen Takedown-Geschichten. Hat dann versucht, im Stand-Up gegen den zu gewinnen. Hat ihn auch gut getroffen und hat auch gezeigt, dass er was drauf hat. Es war halt, jeder wollte halt diesen Finish sehen, weil man weiß halt, der ist ein Finisher. Er hat sich dann auch sogar danach entschuldigt. Er hat auch gesagt, tut mir leid für diesen boring Fight, hat er gesagt. Tut mir leid, dass ich den nicht finishen konnte und was auch immer. Und da zeigt man halt, solche Fighter braucht man halt in der UFC. Die wollen halt finishen und nicht irgendwie eine Decision Round rausgrinden. Und der Tom Breeze, der wird jetzt seinen nächsten Gegner kriegen. Und wenn es so weitergeht, der hat ja trotzdem Nakamura so fertig gemacht. Auch wenn er halt nur die Decision rausholen konnte. Geht jetzt weiter für den einfach. Ja, die Japaner haben meistens echt ein gutes Kinn. Und ja, konnte Kita Nakamura halt dadurch überleben, ne? Der nächste Kampf war Gegard Mousasi gegen Thales Leites. Ja, da war einfach Gegard Mousasi in allem überlegen so. Der hat die Takedowns gestoppt von Thales Leites und der wollte das halt die ganze Zeit machen. Der wollte den die ganze Zeit Takedown, man sieht es auch, der hat glaube 10 Takedowns versucht insgesamt, aber hat keinen einzigen gekriegt halt, weißt du? Und Gegard Mousasi konnte den halt so ein bisschen ausstriken, der wollte jetzt auch nicht zu overextenden. Der hat jetzt auch nichts Wildes gemacht und der hat sich dann auch entschuldigt, der hat auch gesagt, dass dieser Fight war dafür da, um halt zu gewinnen, nicht irgendwie um irgendwie so ein crazy Dinger, der hat sich auch wieder da entschuldigt, finde ich voll witzig, man, die ganzen Fighter entschuldigen sich, aber der hat halt gesagt, der musste gewinnen und der hat halt das getan dafür, dass er gewinnt halt. Der wollte wahrscheinlich so einen Kampf haben wie sein letzter Kampf gegen Uriah Hall, wo er dann umgebracht worden ist, Alter, hat mich richtig gefreut. Ich habe den Kampf gesehen gehabt und wie du schon gesagt hast, Mousasi war hier im Stand-Up richtig überlegen, also Thales Leites konnte ja kaum was machen. Leites hat ja versucht, der hat ja 10 Takedowns versucht, konnte nicht mal einen Takedown schaffen und Thales Leites ist ja ein Black Belt im BJJ, wahrscheinlich, er wollte ihn halt zu Boden nehmen und den dort submitten oder finishen oder ihn müde machen, hat es aber nicht geschafft und musste dann den Kampf leider im Stehen führen und ja, Mousasi, der ist ja richtig gut im Stand-Up, hat ja auch einen Dings-Background, ich weiß nicht, irgendwie, was hatten wir nochmal, Kickboxing, ja. Genau, Dutch Kickboxing oder so, der ist ja auch richtig gut und ja, das war halt seine Welt gewesen und Mousasi hat dadurch gewonnen. Ja, das war halt auch viel zu einseitig, was Thales Leites machen wollte, so. Es war sowieso klar, dass er das versuchen wird, auf den Boden zu kriegen,
versuchen, den Fight auf den Boden zu bringen. Und wie gesagt, Musashi, der ist jetzt schon so erfahren, der hat jetzt so viele Fights und der ist auch jetzt überall gut, in jeder, eigentlich, der ist auch gutes Wrestling hat er jetzt mittlerweile. Und der wusste halt, okay, ich werde den halt die ganze Zeit auf Distance halten und dann hat er keine Chance gegen mich. Und so ist es dann auch passiert. So, der Main Event der Karte war Anderson Silva gegen Michael Bisping. Ey, da muss ich schon lachen, da will ich auch nicht so viel über den Kampf reden, weil sonst reg ich mich da nur auf. Du hast schon im letzten Podcast gesagt, Michael Bisping ist ein Volume Puncher und der hat auch keine Knockout Power und der gibt halt immer sehr, sehr viele Schläge und gewinnt dadurch seine Kämpfe. Diesmal war es auch nicht viel anders gewesen. Ja. Hat den gleichen Gameplan gehabt, so wie du es gesagt hast. Hat immer Druck gemacht, war immer vor der Fresse, vor Anderson Silva seine Fresse, hat ihn gepressured, hat auch die meisten Schläge immer gelandet in der Runde und ja, konnte dann die Punkte Decision gewinnen, 3-2. Und ja, was soll man noch dazu sagen zum Kampf? Willst du noch was zu der dritten Runde sagen, was da passiert ist am Ende? Ja, das war das Allerbeste von allem, so mit diesem. Ich glaube, wir waren noch 5 Sekunden oder so in der Runde und Michael Bisping hat seinen Mundschutz verloren und der hat es zum Referee gezeigt, hat gesagt, ich habe keinen Mundschutz her, gib mir den Mundschutz her. Und dann kommt Anderson Silva mit dem Flying Knee, Alter, und knockt den aus, so im Prinzip. Also wenn das noch eine Minute oder so gewesen wäre, dann wäre es vorbei gewesen. Und dann geht Anderson Silva schon mal zum Cage hoch, Alter, denkt, freut sich so richtig, ja, Mann, ich habe die Runde gewonnen, ich habe das Fight gewonnen. Flippt so aus, Alter, da kommt der ganze Staff von UFC, sagt so zu dem, hey, komm runter, du hast noch nicht gewonnen. Und der so, was? Er hat es erstmal nicht verstanden, der wollte noch oben bleiben, um zu feiern. Also, das war so gewesen, also am Ende der dritten Runde, wie du schon gesagt hast, das war aber noch, sogar noch ein bisschen davor, ich glaube, da waren noch 15 Sekunden auf dem Timer oder so, da hat ihn Anderson Silva durch einen Jab, ist dann eben der Mundschutz von Michael Bisping rausgeflogen. Und ja, Michael Bisping hat dann den Dinger gesucht, den Ref, und hat ihm dann gesagt, dass sein Mundschutz rausgeflogen ist, und hat dann zu seinem Dinger gezeigt, seinem Mundschutz gezeigt, und der Ref hat gesagt, du musst weiterkämpfen, kämpf weiter und so. Und dann haben die weitergekämpft und dann 5 Sekunden später zeigt dann Michael Bisping wieder auf seinen Mundschutz, ne? Weil Anderson Silva war kurz weg gewesen. Also der war kurz ein bisschen weiter hinten gewesen und hat Michael Bisping Raum gelassen zum Atmen. Und Michael Bisping, was macht der? Der zeigt wieder seinen Mundschutz, also zum Ref, und sagt, hey, vor dir liegt mein Mundschutz, ich muss doch jetzt Dinger, ich brauche das doch jetzt, ne? Und in dem Moment kam halt Anderson Silva mit dem Flying Knee, Alter, mit so einem Ninja-Kick, Alter, mit so einem Ninja-Knee, und hat ihn dann ausgenockt, ne? Der war ja wirklich in der letzten Sekunde war das noch oder so, mit dem nie, also wirklich clean getroffen. Michael Bisping ist dann zu Boden gekracht, Alter, und Anderson Silva spricht einfach den Kampf selber ab, so. Also klar ist Michael Bisping so eingestürzt, aber der Ref hat nicht mal den Kampf abgebrochen oder so, und Anderson Silva hat schon gefeiert gehabt und keine Ahnung, das war richtig, das war eine Parodie gewesen, war so witzig gewesen. Ja, ich finde das voll krass so. Also der ganze Fight an sich war, Anderson Silva hat den Fehler gemacht, dass der nicht die ganze Zeit vorgegangen ist, weil er hätte gegen Michael Bisping keine Probleme gehabt im Stand-Up, das hat man auch gesehen so, aber der hat immer nur die letzte Minute ist er dann forward gekommen, davor hat er die ganze Zeit Michael Bisping kommen lassen, und dann sehen halt die Judges, okay, Michael Bisping kriegt halt Ring Control, macht 30.000 Schläge, die tun halt nicht weh, aber die treffen halt. Es gewinnt den Kampf, ja. Knockdown gekriegt, und der hat es dann trotzdem nicht geschafft, ihn zu finishen, den Anderson Silva. Also es sagt ja auch schon ein bisschen was aus. Ja, Anderson Silva hat ja auch wieder angefangen, wieder seine Faxen zu machen, mit seiner Handbewegung und so, vor Michael Bisping. Und ja, sowas, weißt du, die Faxen, die er da macht, klar, der will halt so in den Kopf kommen, also ihn quasi, den Michael Bisping mental halt fertig machen, aber es bringt halt nichts, wenn du so Faxen machst, so Handbewegungen vom Gegner, und der schlägt dich die ganze Zeit auf den Kopf, weißt du, was ich meine, so gewinnst du auch keinen Kampf, und ja. Ja, es ist halt, also die Runde, die halt das entschieden hat, war dann halt die vierte Runde. Weil dritte Runde ging klar an Anderson Silva, und letzte hätte ich auch Anderson Silva gegeben. Ja, sehe ich genauso. Und dann vierte war halt das Ding. Jetzt weiß, keine Ahnung, ich habe gedacht, Anderson Silva gewinnt 3-2. Aber Michael Bisping hat dann gewonnen. Ja, schön für ihn, aber
Ist halt ein Fehler von Silver, dass der halt nicht die ganze Zeit ein bisschen mehr Tempo gegeben hat, weil der hat krasse Kicks gelandet. Der hat ja diesen Frontkick gelandet, Mann, der war auch heftig. Frontkick und dann diesen Crescent Kick von links unten mit dem rechten Bein nach rechts oben so. So ein richtig Dinger, crazy Kick so. Man hat schon gesehen, dass Anderson Silva, er hat es halt immer drauf, was Stand-Up angeht. Aber der hat halt scheiß Octagon Control gehabt. Und das hat dem halt den Fight gekostet. Der will sich, das ist halt ein Counterpuncher, der will sich halt nicht so auf Slugfest einlassen. Und bei diesem Frontkick, was du eben erwähnt hast, da hat Anderson Silva gedacht, wo er den gemacht hat, dass er wieder seinen Fuß gebrochen hat. Das war richtig witzig gewesen. Er hat im Interview gesagt, also er dachte, er hat seinen Fuß gebrochen bei diesem Frontkick, weil es sich so angefühlt hat. Ach du Scheiße, das wusste ich gar nicht, Alter. Heftig. Der Kampf war eh Katastrophe, keine Ahnung, Alter, was ich da dazu sagen soll. Glaubst du, Anderson Silva fightet noch einmal? Ich denke schon. Aber ich so, Anderson Silva kann ich einfach, okay, mein gut, er hat ihn in der dritten Runde ausgenockt oder Michael Bisping war schwer angeschlagen gewesen durch dieses Knie. Da kann ich selber den Kampf abbrechen, weißt du? Und der feiert dann da im Octagon und so und der Herb Dean und die ganzen Refs und das UFC-Staff kommen rein und sagen so, hey, der Kampf geht weiter und der versteht ja kein Englisch, weißt du? Dann kommen seine Trainer und sagen, obrigado, bla bla bla. Ich denke, was auf Dinger, Alter, auf Spa auf Obrigado, auf Spanisch, oder was reden die in Brasilien? Ja, ist Portugiesisch, Entschuldigung. Und die sagen dann so, hey, der Kampf geht weiter und so. Und der dann so, du hast ja noch gehört, wie den Octagon wieder geschrien hat, so, what the fuck? Das habe ich verstanden, Alter. Der hat auch realisiert, fuck, der Kampf geht ja weiter. Da hat er einen auf Dinger gemacht, auf Pelharis, den Kampf selber abgebrochen. Der hat das ja auch mal gebracht. Und ja, auf jeden Fall gut für Bispinger. Ja, ich hoffe, der kämpft jetzt noch einmal so. Also der ist jetzt auch schon 40, der wird jetzt auch bald aufhören, glaube ich. Aber so nochmal ein Fight, um zu sehen, weil ich finde, Stand-up ist halt cool von dem, gefällt mir sehr. Okay. So, dann previewen wir die Karte UFC 196, McGregor gegen Diaz. Die findet ja morgen statt. Wir haben gerade eben die Weigh-ins angeschaut. Bei den Early Prelims kämpft Juicy J, Julian Erosa, gegen Teruto Ishihara. Julian Erosa, weiß ich, ist ein guter Stand-Up-Fighter, hat auch gutes Footwork. Kommt von der Tough-Staffel von Conor gegen Faber. Sein Gegner sagt mir leider gar nichts, aber ich glaube, der ist auch im Stand-Up ganz gut. Also in seiner Zusammenfassung stand Left Cross. Also, ja. Es gibt eigentlich nur einen in der UFC, der einen starken linken Haken hat. Das ist Conor, aber ich weiß nicht, wenn es bei dem steht, dann muss schon was heißen. Ja, wahrscheinlich. Also, Julian Erosa. Ja, gut. Er hat halt. Seit der Staffel habe ich den halt nicht mehr gesehen. Kann ich großartig nicht dazu sagen. Aber halt interessantes Stand-up gehabt. Er hat ein bisschen viel, also viel gecircled. Das weiß ich auch noch. Und ja, keine Ahnung. Jetzt, ich finde den jetzt nicht so spektakulär. Und der Teruto Ishihara, zu dem kann ich nichts sagen. Außer das Left Cross. Ich sag, Teruto Ishihara gewinnt durch Left Cross, Alter. Ja, ich genauso, Alter. Mit Left Cross ausnocken. Der nächste Kampf bei den Early Prelims ist Jason Sago aus Kanada gegen Justin Salas. Justin Salas hat den Nickname J-Bomb. Das finde ich auf jeden Fall cool. Von Sago weiß ich, das ist ein Grappler. Und hat auch seinen letzten Kampf knapp verloren. Split Decision gegen Paul Felder. Also echt krass gegen Paul Felder, muss ich mal denken. Da hat er auch weniger Schläge gelandet als Paul Felder. Aber konnte, ich glaube, 6 oder 7 Takedowns landen. Das war richtig krass gewesen. Nur hat er da gearbeitet, Paul Felder kontrolliert und so also knapp den Kampf verloren. Aber das ist ja echt keine Schande, gegen Paul Felder zu verlieren, weil Felder ist ein Beast. Zu Justin Salas kann ich auch nicht so viel sagen. Ich glaube, der hat halt Siege gegen. Ist halt gut gegen nicht so namhafte Gegner. Und sobald halt gegen Leute kämpft, die halt einen Namen haben, die gut sind vom Skill-Level, hat er ist halt nicht so gut. Ich weiß auch nicht, was zum Background der hat, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Jason Sago, der hat das letzte Mal gegen Paul Felder 2014 gekämpft, einfach. Der hat jetzt 1,5 Jahre ungefähr. Das war, glaube ich, ja, im Oktober, wie ich gerade gelesen habe. Hatte gegen Paul Felder gekämpft und halt knapp verloren da so. Und Jason Sago ist halt ein super, super Jujilian, Alter. Brazilian Jiu-Jitsu Guy. Jujilian. Brazilian Jiu-Jitsu Guy. Und
Ich bin mir sicher, der besiegt Justin Salas dadurch, weil der hat gegen Paul Felder auch die Takedowns ohne Probleme gelandet eigentlich. Und der wird jetzt gegen ein Kaliber wie diesen Justin Salas, glaube ich, gar keine Probleme haben. Ja, also ich sehe gerade, Justin Salas hat seinen letzten Kampf, also ist ein Striker und Wrestler, hat seinen letzten Kampf verloren gegen Joe Proctor, wurde sogar KO'd, also TKO'd. Und ja, das sagt ja schon einiges aus. Also ich glaube, dass Sego den outgrappeln wird und so den Kampf gewinnen wird. Ja, bin ich mir auch sicher. Okay. So, der nächste Kampf ist der Kampf, worauf sich die meisten Leute freuen. Diego Sanchez, The Dream Catcher gegen Jim Miller. Ja, also, was soll man dazu sagen? Diego Sanchez ist mit Abstand der eindimensionalste Fighter in der Geschichte des Kämpfens überhaupt, Alter. Seitdem Menschen kämpfen, Alter. Seitdem wir auf die Welt gesetzt worden sind. Der geht einfach nur in die Mitte vom Octagon und swingt einfach nur links und rechts und links und rechts. Der macht immer dasselbe Muster. Also der hat auch keine anderen Techniken oder ich weiß auch nicht, ob er Wrestling hat oder überhaupt irgendwas kann. Oder BJJ kann oder so. Aber ich weiß eins, er kann swingen, Alter. Und sein Gegner Jim Miller ist da schon ganz anders. Der ist da schon also vielseitiger. Der Jim Miller kann alles. Ist auch schon ziemlich lange in der UFC. Und ich glaube einfach, dass Jim Miller easy den Kampf gewinnen wird. Allein schon durch einen gescheiten Gameplan. Einfach Diego Sanchez runternehmen und den einfach da halten. Einfach sagen, okay, du stehst jetzt nicht mehr auf. Ich halte dich jetzt am Boden für 3 Runden und so gewinne ich den Kampf. Ja, das ist halt... Diego Sanchez trainiert doch bei Winger John. Genau. Ja, ich frage mich, was die dann immer machen mit dem, Alter. Ich glaube, der lässt sich da auch nichts sagen oder keine Ahnung, Alter. Der fährt da seinen eigenen Film. Also abartig, weil das ist echt... Gegen den musst du halt, wenn du einen Fight sehen willst, musst du den halt gegen jemanden stellen, der genauso kämpft. So ein Bobby Völker zum Beispiel. Genau. Artem Lobov. Oder Artem Lobov, Alter. Artem Lobov gegen Diego Sanchez, das wäre doch mal ein Fight. Oh mein Gott. Eine Fightsetzung. Wenn das Ding hört, Joe Silva und Sean Shelby, die Fightmaker, die Leute, die Fights machen in der UFC, das wäre doch mal was. Das wäre ein richtig geiler Fight, weil beide benutzen nur ihre Hände. Die swingen einfach nur. Ey, das wäre geil. Das wäre ein geiler Fight. Joe Silva, make it happen. Diego Sanchez against Artem Lobov. Ja, und Jim Miller wird den runternehmen und dann submitten. Wahrscheinlich zu 90%, weil so hat er auch schon gegen Dinger verloren, gegen Ricardo Lamas. Und Ricardo Lamas ist 145. Oder? 145 ist der. Ja. Und der hatte da schon keine Probleme. Und Diego Sanchez ist am nächsten Tag, nach den Weigh-ins, glaube ich, 170 ist er gewogen wieder durch die Rehydration. Also Jim Miller wird den runterkriegen. Weil der wird ja nicht so dumm sein und sich auf so ein Slugfest einlassen. Weißt du, was auch blöd war? Diego Sanchez in den letzten, glaube ich, 5 Kämpfe sind, glaube ich, Niederlagen. Nee, also einen davon hat er gewonnen. Ja, genau, dieser Ross Pearson-Kampf, ne? Dieses Split-Decision-Sieg, was er aber eigentlich gar nicht gewonnen hat. Wahrscheinlich Frechheit, weißt du was? Und ich hoffe, der verliert den und wird dann einfach gekartet, Alter, von der UFC. Weil solche Leute, die nehmen einfach nur einen Platz weg, so für die aufstrebenden Talente. Weißt du, was ich meine? So, das ist zum Kotzen, Alter. Aber bevor der geht, einmal gegen Artem und dann von mir aus. Ja, genau, jetzt Dinger, du weißt ja, dass Joe Silva und Sean Shelby, die Fightmaker, unseren Podcast hören, die werden das dann sehen und hören und dann sagen die, ey, super, super Vorschlag, das machen wir auf jeden Fall. Der nächste Kampf bei den Prelims, der Opener, ist Darren Elkins. Sein Nickname ist The Damage, ist auch nicht schlecht, gegen Charles Skelly. The Scrapper, die haben was für geile Nicknames, die haben, Alter. So, von Darren Elkins weiß ich, der ist einfach nur ein Wrestler. So, der kann Wrestling und das war's, Alter. Nee, er hat Wrestling und er hat ein gutes Kennen. Und das ist so bei seinen Kämpfen, wenn er gegen Leute kämpft, die seine Takedowns nicht abwehren können, gewinnt er immer durch Punkte. Also immer durch Punkte. Ich glaube, der hat auch nur Punkte. Also wenn er Leute besiegt, dann auch immer nur durch Punkte. Und indem er einfach seine Gegner immer runternimmt, und die dort bearbeitet und einmal die aufstehen lässt, weißt du? Und es macht immer 3 Runden lang. Und ja, wie gesagt, also ich hab schon gesehen, wer seine Gegner, also wenn die keine Takedown-Defense haben, dann gewinnt er immer. Und wenn die Takedown-Defense haben, wird er meistens zusammengeschlagen, Alter. Aber er hat ein gutes Kinn, weißt du? Sein Kinn ist das Einzige, was ihn davon abhält, immer ausgenockt zu werden. Und dann verliert er halt meistens dann durch Punkte, weißt du?
Und sein Gegner Charles Kelly ist da schon ein bisschen anders. Er ist auch ein Wrestler, aber das Gute an Charles Kelly ist, der hat noch einen BJJ-Background, also der ist im BJJ auch richtig gut. Und wenn du Wrestling und BJJ kombinierst, da gut bist, dann ist es so ähnlich wie bei Whiteman, weißt du, dann bist du richtig gefährlich, weil, musst du dir mal vorstellen, wenn er Darren Elkins, oder allgemein, wenn du einfach in der Position bist, Leute runterzunehmen und dann noch, wenn du noch ein gutes BJJ hast, also die Möglichkeit hast, den Gegner dann noch zu submitten, das ist ja auch Hammer, Alter. Auch eine, auch ein Weg, den Kampf zu gewinnen. Und ich weiß, ich glaube, Stand-Up ist auch nicht schlecht, aber ist halt hauptsächlich BJJ und Wrestler. BJJ-Fighter und Wrestler halt. Und ich denke mal, dass Charles Kelly auf jeden Fall den Kampf gewinnen wird. Eine Geschichte erzähle ich noch kurz zu Darren Elkins. Und zwar irgendwie, Darren Elkins war mal in einem Restaurant gewesen oder so, oder irgendwo, ich weiß, Tankstelle oder Restaurant oder so. Dann war der auf der Toilette gewesen, auf dem Pissoir, also war der pissen gewesen. Und der hat dann eben gepisst da beim Pissoir, da kam jemand rein oder so und der hat ihm eine mitgegeben, gell? Und das Coole war, also Elkins hat dann noch fertig gepisst, hat dann die Hose hochgezogen und so und dann hat den dann zusammengeschlagen, Alter. Also weißt, er ist nicht gleich auf ihn draufgesprungen, sondern der hat noch fertig gepisst, also der hat eine kassiert und dann der so, okay, warte, ich komme gleich so, hat dann fertig gepisst, hat dann seinen Reißverschluss hochgezogen und dann so hat ihn dann, glaube ich, eine mitgegeben oder so. Ich weiß nämlich auch, was da vorgefallen ist oder so, aber ich finde die Geschichte einfach geil, weil ich das einfach so noch cool weiterpisst und dann dem eine scheuert, Alter. Oh, artig, Mann. Ja, da siehst du mal, bringt das gute Kind was auf jeden Fall. Ja, Darren Elkins, ja, gutes Kind halt, aber gegen Chess Kelly, wenn der dem seine Takedowns saft, was er eh kann, dann ist kein Problem eigentlich für Chess Kelly. Ich glaube, ich habe schon alles gesagt zum Kampf, was man sagen muss. Und Chess Kelly hat ja jetzt nicht so viele Fights in der UFC so, also der wird sich halt auch noch wieder weiter verbessern. Wenn der jetzt schon mal diese gute Basis hat mit dem Wrestling und dem BJJ, dann wird es halt super für den weitergehen. Ich glaube, der hat 5 Kämpfe oder so. Ja, passt. So, der nächste Kampf ist Vitor Miranda. Sein Nickname ist Lex Luthor. Gegen Marcelo Guimaraes. Vitor Miranda kenne ich ein bisschen durch die Tough-Sendung, Tough Brazil. Hat das Finale verloren gegen Antonio Carlos Jr. Miranda hat ein ganz gutes, ich glaube, ist ein Stand-Up-Fighter. Der hat auch richtig Power in seinen Händen. Ich glaube, sein Ground-Game ist nicht so gut, beziehungsweise sein Wrestling. Sein Gegner sagt mir jetzt auch nicht viel, aber ich weiß, dass er ein BJJ Black Belt ist. Und auch nicht, ich glaube, kein gutes Stand-Up hat. Ich denke mal, Marcelo wird versuchen, Vitor runterzunehmen und so den Kampf zu gewinnen durch Submission. Und Miranda wahrscheinlich wird den Kampf wahrscheinlich im Stehen führen und den wahrscheinlich ausknocken oder, ja, schätze ich mal. Ja, ich kann zu beiden nichts sagen, aber ich glaube, ja, wenn du es schon sagst, wie so ein typisches Stand-Up-Fighter gegen Grappler. Ja. Ich sag, der Lex Luthor gewinnt. Lex Luthor, Alter. Was für ein Nickname, Alter. Der nächste Fight ist Eric Silver gegen Nordin Taleb. Gegen deinen French Fellow. Was sagst du zu dem Kampf? Ja, keine Ahnung. Ich freue mich jetzt nicht spektakulär auf den, weil Nordin Taleb ist halt so ein Decision Fighter. So, der holt halt voll auf die Decisions raus. Der trainiert zwar bei TriStar, aber ich habe so das Gefühl, der ist halt nicht so top überall. Also, der kann so alles so ein bisschen. Ja, ein gutes Kinn, glaube ich auch. Ja, gutes Kinn, auf jeden Fall, sehr gutes Kinn, aber. Also, der wird nicht ausgenockt eigentlich. Aber, ja, ist halt nicht so spektakulär halt. Ist halt ein bisschen. Ja, so ein. Ja, Standardfighter so. Eric Silva ist, seitdem der nicht mehr auf Stoff ist, ist halt nicht so gut mehr. Ist halt echt so an. Man sieht es schon an den Bildern hier in der UFC und so, also der Körper sieht komplett anders aus als wie damals, ne? Ja, normal, Alter. Das ist richtig krass, was so Drogen ausmachen, Alter. Aber das finde ich gut so, dieses neue Drug-Testing-Policy, da werden eben solche Cheater gebastelt und ist cool halt, dass er sowas nicht mehr nimmt und dass der Kampf fair geführt wird, so wie es auch eigentlich auch sein sollte. So, denn... Sagst du, wer gewinnt? Gute Frage, Alter. Ich weiß gar nicht.
Also, halt, ich weiß nicht, Alter. Ich denke mal, also, Nordin hat schon eine gute Chance eigentlich zu gewinnen, so durchs Grappling. Ja, keine Ahnung, Alter. Was sagst du? Ich sag, ich bleib dem Talib treu, Alter, dem French Boy. Bleib ich treu. Dem French Fellow. Dann der nächste Kampf bei den Prelims ist Brandon Thatch gegen Sia Bahadurzada. So, was ich zu beiden sofort sagen kann, beides sind gefährliche Knockout-Artists. Ne? Die haben richtig, richtig viel Power in den Händen und wenn die mal gut treffen, dann liegt der Gegner. Also wenn man den Knockout bedenkt von Sia gegen Paulo Thiago, ich glaube, das war Sia sein UFC-Debüt gewesen, da hat er gleich Paulo Thiago bekommen, schon sehr guter Gegner. Und ich glaube, es in der ersten Runde war, dass er wieder den ausgenockt hat. Das war so brutal gewesen. Das war so schlimm gewesen, Alter. Ich dachte echt so, Paulo Thiago ist gestorben, Alter. So in dem Moment, Alter. Der konnte, ist aber dann auch aufgestanden, zum Glück. Nach 10 Minuten oder so. Und ja, aber Sia hat seinen letzten Kampf verloren gegen Dwight Howard. Gegen den Basketballspieler Dwight Howard. Nein, gegen John Howard. Der hat den gleichen Nachnamen. Ich habe die gerade verwechselt. Sorry. John Howard war das. Jetzt denkst du bestimmt, wie kann Sia gegen John Howard verlieren? Weil John Howard ist ja auch richtig eindimensional und ist auch nicht so gut. Sia hat den Kampf verloren gehabt, weil er meint, der hat den Kampf angenommen gehabt, wegen seinen Fans auch. Der war verletzt gewesen. Zwei oder drei Wochen vorher, richtig schlimm verletzt sogar, konnte auch nicht mehr trainieren. Aber die Fans von dem, er kommt ja aus Afghanistan, also sein Background, er lebt jetzt in den USA, aber sein Background und sein Heritage ist Afghane. Und seine Fans haben ihn halt auf Twitter angeschrieben und so und ihm gezeigt dass sie Tickets gekauft haben für den Fight und dass sie ihn alle anfeuern werden, dass sie kommen werden und so. Und ja, Sia wollte halt seine Fans nicht enttäuschen, so wie eben das gleiche Szenario bei Jarjus Dano. Und er ist dann trotzdem angetreten und ja, hat dann eben durch Dinge verloren, durch Punkte verloren gegen John Howard, a.k.a. Dwight Howard. Und sein Gegner Brandon Thatch. Thatch ist auch ein krasser Stand-Up-Fighter, hat sehr, sehr, sehr gutes Striking und sein... Ja, gesegnet durch Knockout-Power, hat aber seine letzten zwei Kämpfe verloren. Einmal gegen Benson Henderson, was aber keine Schande ist, da ist er aber auch eine Gewichtsklasse hochgegangen. Und seinen letzten Kampf hat er gegen Gunnar Nelson verloren. Und ich denke mal, der Kampf hat Potenzial, Fight of the Night zu werden. Also wenn ein Kampf im Stehen geführt wird, was ich auch denke, so beides sind jetzt nicht so die guten Wrestler. Und ich denke mal, beide werden versuchen, eine gute Show abzuliefern, vor allem, weil die wissen, Conor McGregor kämpft und sehr viele Leute schauen zu. Und ja, also wenn der Kampf im Stehen geführt wird, könnte es richtig, richtig krasser und schöner Kampf werden. Das wird ein richtiges Feuerwerk, Mann. Vor allem dadurch, dass beide jetzt die letzten beiden Fights verloren haben, wollen die jetzt auch nochmal richtig Gas geben und um ihren Platz in der UFC kämpfen auf jeden Fall. Oder beide dann einfach die ganze Zeit Knockout-Power raushauen. Die beiden hauen die Schläge dann um die Köpfe, man. Das wird auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich Fight of the Night. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also weißt du, obwohl beide Fighter haben ja ihre letzten beiden Fights verloren, aber die sind beide trotzdem so gut. Ja. Also ich denke mal, die werden jetzt auch mit 100% kommen und das wird dann dementsprechend auch ein guter Kampf werden. Ja, die sind beide, vom Stand-Up her sind die auf einem richtig hohen Niveau beide. Jetzt muss man halt schauen, so, also ich finde es richtig cool von Sia, dass der das gemacht hat für seine Fans, Mann. Das ist halt die Sache, dann muss man halt entscheiden, okay, macht man es für die Fans oder macht man es halt, oder will man halt die Verletzung auskurieren. Ich finde, es halt zeigt halt richtig viel Herz und was es einem bedeutet, was Fans für einen Platz in seinem Herzen haben, so finde ich richtig korrekt von Sia. Ich glaube, dass Sia gewinnt durch Knockout. Ich finde es auch cool von Sia, der kommt ja aus Afghanistan und der ist auch stolzer Afghane. Weißt du, dass er so ein bisschen Afghanistan von einem anderen Licht zeigt, dass er dieses Land so ein bisschen nach außen zeigt, seine Kultur, das Land, seine Eigenschaften und so. Weil wenn man eben an Afghanistan denkt, denkt man immer an andere Sachen, weißt du. Und das ist halt gut, dann, dass
dass man auch andere Aspekte sieht, andere Facetten von Afghanistan oder so, weil ich weiß, auch MMA-Fighter von Afghanistan kommen und ja, dass da nicht nur eben den ganzen Tag, also klar, Krieg und so ist ja dort, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Das ist auch eine super, das ist auch eine super Vorbildfunktion, zum Beispiel für die ganzen kleinen Kinder in Afghanistan zu zeigen, okay, in Amerika sogar, weißt du, ich kämpfe in Amerika, ein afghanischer Fighter, was sich vor ein paar Jahren sicher keiner hätte vorstellen können, so. Aber jetzt, da der das macht, dann gibt es den jungen Leuten noch Hoffnung, dass sie dann auch selber natürlich beginnen mit MMA, das ist natürlich ein super Sport. Wenn die damit beginnen, dann können die sich vorstellen, okay, ich kann in der UFC Karriere machen. Das ist doch super einfach. Vielleicht sehen die auch dann Amerika aus einer anderen Perspektive, weil ich das nicht immer so sehen, alles, das sind alles die Feinde. Ja, wie auch immer, das ist ja so Politik und so, da will ich gar nicht drauf eingehen. Dann der nächste Kampf, der Main Card Opener ist Amanda Nunes gegen Valentina Shevchenko. Yannick, du weißt, was ich jetzt sage. Du bist ja hier in unserem Team Cathera. In unserem Team bist du ja der Frauenbeauftragte und der Experte in Frauenfights. Du hast ja die analysiert, bis zum geht nicht mehr. Spaß. Aber du kennst dich auf jeden Fall besser aus als ich. Was sagst du zu Amanda Nunes gegen Valentina Shevchenko? Es wird auf jeden Fall ein guter Fight und es wird sich jetzt von Amanda Nunes, die hat jetzt ihren letzten Fight, glaube ich, verloren gegen Kat Zingano, war das. Oder ich weiß nicht, ob die in der Zwischenzeit nochmal einen hatte. Ich muss gerade schauen. Ach du Scheiße, die hatte schon zwei. Okay. Tut mir leid. Auf jeden Fall, es sei dir verziehen. Amanda Nunes sehr gute Kraft in ihren Händen hat. Power, ne? Richtig viel Power und dass die Leute ausnocken kann. Also die ist schon auf jeden Fall gefährlich. Heißt ja auch The Lioness. Die Löwin. Das ist ein cooler Spitzname auf jeden Fall. Und die geht da halt rein und versucht halt die Shevchenko auszunocken. Die Shevchenko hat einen super Fight hingelegt. Ich glaube, die hat sogar gegen Sarah Kaufman den Fight auch Short Notice, glaube ich, sogar angekommen. Und es war auch ihr Debüt. Und die hat die in der Split Decision gewonnen. Und die hat sehr gut gezeigt, was sie alles drauf hat, so. Und die ist in allem so gut, so. Ich glaube, die kommt auch so von diesem ganzen, die kommt von Kirgistan, aber ich glaube, die kommt auch von diesem ganzen Sambo-Background und was auch immer. Die ganzen Leute dort, die haben halt so eine super Basis halt für die UFC. Die sind da halt alles Killer, so. Die kämpfen da alle und sind Killer. Ich glaube aber, dass Amanda Nunes gewinnt, vor allem, weil die jetzt schon öfter Fights gehabt hat in der UFC und die Shevchenko jetzt halt ziemlich neu ist und die kriegt halt direkt den Viertplatzierten. Das finde ich super Chance für Valentina Shevchenko, aber ich glaube, am Ende des Gewinns halt durch Experience auch so ein bisschen. Okay. So, der nächste Kampf ist Corey Anderson mit dem geilsten Nickname überhaupt, Alter. Beastin 25-8. Ja, gegen Tom Lawler. Corey Anderson ist der Gewinner der Tough-Staffel. TAF 19 war es, glaube ich, oder nicht, ich weiß gar nicht, welche Staffel das war, hat auf jeden Fall irgendein TAF gewonnen, hat dann war dann in der UFC gewesen und hat dann den Kampf in seinem Debüt gegen Dings bekommen, gegen Matt Van Buren, hat den auch böse ausgenockt, Matt Van Buren, Alter, und hat dann fast alle seine Kämpfe gewonnen durch Punkte, das ist halt eine richtige Punktemaschine, der hat ein sehr, sehr, sehr gutes Wrestling, Alter, sehr gute Kondition, hat dann aber seinen Kampf, glaube ich, verloren gegen, wen war das, gegen Gian Valente hat er verloren gehabt, also sonst hat er alle seine Kämpfe gewonnen, also wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr guter Wrestler, sehr guter Grappler, seine Kondi ist, ja, so lala, geht so, manchmal lässt sie ein bisschen nach in der dritten Runde so, das wird ihm manchmal ein bisschen zum Verhängnis, wie auch bei dem Kampf gegen Gian Valente, da kann ich mich noch erinnern. Aber ist ja auch nicht so weiter schlimm. Das heißt, sein Stand-up wird auch immer besser. Sein Gegner ist Tom Lawler. Tom Lawler hat auch eine lange Pause gemacht, ist jetzt wieder zurückgekommen, hat dann hat dann auch gegen Gian Valente gekämpft und ihn sogar ausgenockt, obwohl er den Kampf hinten lag. Also viele meinen, der hat Glück gehabt, aber Knockout ist Knockout, ob Glück oder kein Glück, das spielt keine Rolle. Und davor hat er gegen Michael Cooper gewonnen, durch Submission. Also hat auch wieder ein bisschen Hype auf jeden Fall. Und ja,
Tom Lawlor ist ein Wrestler, hat auch gutes Wrestling. Und ich schätze mal, ja, das ist ja wieder auch ein gutes Matchup, also Wrestler gegen Wrestler. Und wenn meistens zwei Wrestler gegeneinander kämpfen, tut es sich diesen Wrestling-Aspekt neutralisieren und dann wird es meistens ein Stand-Up-Fight. Und ja, und im Stand-Up sage ich mal, boah, gute Frage, Alter. Wer da den Vorteil hat, weiß ich jetzt nicht, aber wird bestimmt schon ein cooler Kampf auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass beide sich auf Stand-Up fokussieren müssen, beziehungsweise dann halt Setups für ihre Takedowns machen, wird es halt sehr interessanter Fight auch auf jeden Fall. Ich glaube, Corey Anderson hat jetzt ein sehr gutes, er trainiert doch in welchem Camp trainiert er? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube jetzt nicht in so einem Bekannten. Nicht so einem Bekannten, okay. Ja, aber ich, also mir hat es gefallen, wie Corey Anderson gekämpft hat und ich glaube, der kann es rausgrinden gegen Tom Lawlor. Aber ich muss sagen, dass Tom Lawlor richtig geiles Weigh-In gehabt hat gerade vorher. Er kam rein als McGregor verkleidet im Prinzip. Er hatte die Tattoos von diesem Affen-Tattoo, dieses Gorilla-Tattoo. Auf der Brust. Genau, dann dieses Tiger-Tattoo auf dem Bauch und hat dann noch Lawlor gehabt da drüben. Aber das war richtig witzig, man. Da hat er noch genauso geschrien wie McGregor. Das war ein richtig geiles Stare-Down. Das muss man dem lassen, der Junge. Auf jeden Fall, das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt, der hat richtig witzige Weigh-Ins und ja, der hat sogar noch krasse Weigh-Ins gehabt, aber dadurch, dass Reebok jetzt eben die UFC übernommen hat und dass die ganzen Fighter Reebok tragen müssen, kann er eben keine anderen Sachen tragen, weil sonst hat er immer sich irgendwie, weiß nicht, kostümiert und so eben so Sachen angezogen und so, sah richtig witzig aus, aber die Fighter müssen jetzt eben auch Dinge repräsentieren, die Reebok-Hosen und so müssen die halt anziehen, weißt, die dürfen halt auch nichts anderes anhaben. Deswegen. Ja, der nächste Kampf ist Jan Vallante gegen unseren Mann Ilie Latifi. Ja, was kann man zu Latifi sagen? Der hat eigentlich fast alle Kämpfe gewonnen, außer eben einen, wo er gegen Jan Blachowicz böse verloren hat. Den ersten Kampf, den zähle ich gar nicht, den er gegen Gegard Mousasi gekämpft hat. Ja, vor allem da hat der voll gestruggelt mit Weight Cut und so. Da konnte er sich überhaupt nicht auf den Kampf konzentrieren. Und dann auch noch gegen Gegard Mousasi so. Ja. Also so ein Top-Fighter. Klar, und dann ist überhaupt keine Schande auf jeden Fall. Und ja, sonst in den ganzen anderen Kämpfen hat er durch KO gewonnen, Alter. Das Wahnsinn. Ein Kampf hat er durch Submission gewonnen. Ja, der hat sehr, sehr viel Power in den Händen. Finish alle seine Kämpfe, hat auch gutes Wrestling. Sein einziger Nachteil ist schon mal, dass er ein bisschen klein ist und die Reach. Aber ja, der muss halt, das weiß er auch und der übt ja auch die Distance zu closen und genau. Ja, das wäre halt interessant zu wissen jetzt, wie der gegen Jan Vallante kämpft. Der ist jetzt auch ein bisschen größer. Ich glaube aber nicht so viel größer. Und hat jetzt auch noch nicht so eine krass größere Reach, oder? So, Jan Vallante ist 1,90 mit 76er Reach und Latifi ist 1,77 mit 73er Reach. Ja, das ist. Die Reach ist jetzt nicht so. Ja, die Reach nicht, aber die Größe macht schon einiges aus, weil der muss immer nach oben schlagen. Der Latifi, das ist immer ein Problem bei dem. Der ist richtig klein eigentlich, aber der hat halt so viel Power und das hilft ihm halt in den ganzen Fights. Genau. Der wird. Die Gegner sind größer als der, aber die fallen dann trotzdem, Alter. Bei dem, die Power, der haut da. Ich weiß nicht, was der macht in seiner Freizeit, Alter. Ob der Bäume kaputt schlägt oder so, Alter. Aber auf jeden Fall haut er die ganzen Gegner mit einem Schlag kaputt. Abartig. Der hat so viel Knockout-Power. Ich weiß auf jeden Fall, dass Ilie Latifi seinen Mithrilhammer auspacken wird und Jan Vallante zu Tode kloppen wird, Alter. Ja, Jan, was kann man zu Jan Vallante sagen? Ist der Trainingspartner von Chris Weidman, tut auch bei Sarah Longo trainieren. Ja, was sein Striking ist, geht so. Sein Wrestling ist so lala. Er hat halt ein sehr gutes Kinn so. Das ist halt meistens, was ihm so noch im Kampf fällt. Ich weiß noch, bei seinem Kampf gegen Fabio Maldonado, da hat er, der hat halt null Head-Movement, weißt du. Der weicht halt den Schlägen nicht aus, der blockt halt die Schläge mit seinem Kinn ab, so, weißt du, und nicht mit seinen Händen. Das ist halt ein bisschen schade, so, das muss er auf jeden Fall verbessern, so Head-Movement, Footwork, so, das muss er auf jeden Fall üben, weil du kannst nicht so flat-footed vor deinem Gegner stehen wie so ein Stück Holz, Alter, und dich schlagen lassen. Auch wenn du Knockout-Power hast und ein gutes Kinn, so, man sollte sich nicht immer darauf verlassen. Den letzten Kampf konnte er gegen Anthony
Perosh gewinnen durch Knockout. Gut, Perosh ist aber auch 6000 Jahre alt, Alter, und er kämpft auch nicht mehr. Er kämpft auch nicht mehr. Und ja, ich bin mal gespannt auf den Kampf. Ja, ich glaube, dadurch, dass der nie nicht so ein krasses Head-Movement hat und dass Ilia Latifi so eine krasse Knockout-Power hat, wird er den ausknocken. Ich glaube, wird wieder erste Runde oder so. Ilia Latifi ist echt ein super Fighter. Ich frage mich nur, ob es nicht besser wäre, wenn der in die Division runtergeht, weil der die Power hätte, der sowieso für die Gegner wäre vielleicht ein bisschen besser für die Größe, aber keine Ahnung, er macht sich ja bisher gut. Ich sag, Latifi gewinnt durch seinen Sledgehammer, durch den Mitri-Lammer, den er dann auspackt im Cage, Alter. Der swingt dann mit dem Hammer, Alter, und dann knockt der Valante aus. So, der nächste Fight ist The Preacher's Daughter. Daughter. Dada 5000. Holly Holm gegen Cupcake, Misha Tate. Was sagst du zu dem Nickname Cupcake? Ja, süß, ne? Hat da kein Kommentar. Okay. Süß wie Zucker. Powerpuff gehört. Was sagst du zu dem Kampf? Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Fight, was halt eigentlich nur wegen Holly Holm ist, in meinen Augen. Weil ich finde, Misha Tate ist schon eine gute Fighterin. Aber die ganze Division ist halt ein bisschen so lala, was halt angeht. Weil es ist auch natürlich auch ein bisschen noch eine junge Division. Wegen den ganzen Female-Fightern. Aber ja, Misha Tate hat schon den Title-Fight verdient. Die hat jetzt auch die letzten Fights immer gewonnen. Aber Holly Holm ist halt eine Nummer zu stark halt. Weil die kann alles so. Die trainiert mit richtigen Killern, mit John Jones. Die trainiert in dem ganzen Winkle-John-Camp. Die trainiert da seit 16 Jahren oder so. 17-fache Boxing-Champion. Striking, eine richtig krasses Striking und richtig krasses Movement. Ronda Rousey wollte die ganze Zeit an die ran, aber die hat es kein einziges Mal geschafft. Und sie hat sogar Ronda Rousey runtergenommen. Also es sagt auch schon mal was. Und kaputtgeschlagen. Und kaputtgeschlagen mit dem Headkick. Also die, was Striking angeht, die ist da auf einem ganz anderen Niveau. Und die Misha Tate, die kann halt, die hat halt ein gutes Wrestling, die hat auch mit Wrestling begonnen damals, aber jetzt gegen Ronda Rousey hat es halt nicht geklappt, weil die ein besseres Judo hatte und ein gutes Submission-Game. Aber die Misha Tate, die kann halt alles so ein bisschen. Das Problem ist halt, wenn es in Stand-Up geht, da ist, man sieht es halt, die ist halt technisch nicht so stark, was das beim Stand-Up angeht. Und wenn du da jemanden vor dir hast, wie Holly Holm, der so ein krasses Boxing-Background hat, die wird sich dann halt kaputt schlagen. Und die Holly Holm, die wird auch die Takedowns von der stuffen können. Die trainiert mit Leuten, ja, mit John Jones und so. Und die Leute sagen, die ist wie so ein Mann, was das angeht halt. Die hat halt Power von dem Mann, die Holly Holm. Und dann hat die auch noch die ganzen technischen Aspekte von dem Camp. Also das ist für mich ein klarer Knockout für Holly Holm. Sie wird die ausmachen. Gut, mehr brauchen wir uns im Kampf auch nicht zu sagen. Dann Main Event der Karte, worauf die ganze Welt, worauf wir beide gewartet haben. Conor McGregor, der King, der König, der Emperor. Conor, der die Welt vor dem Bösen retten wird, der Amerika vor dem Bösen retten wird, gegen Nathan Diaz. Yannick, was sagst du zu dem Kampf? Ja, den brauche ich gar nicht anschauen. Der ist ja richtig scheiße. Das ist so, ich glaube, allein über den Kampf könnten wir schon 5 Stunden reden, aber lass mal versuchen, irgendwie so kurz zu halten und vielleicht so die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Also die Leute, die jetzt neu bei MMA sind oder so oder nicht so viele Karten anschauen, denen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, diesen Fight anzuschauen. Und nochmal am Tag davor die Pressekonferenz und alles Mögliche drum und dran anschauen, damit das ganze Bild hat, dass man das mitkriegt. Was Conor McGregor dem wieder an den Kopf geworfen hat von Nate Diaz, das war abartig. Das ganze Build-up dahin, das war das, worauf die Fans sich gefreut haben. Beide labern ein bisschen scheiße. Der Nate Diaz sagt irgendwie, Alter, fuck, was auch immer, Alter. Und der McGregor kontert dann. Das war richtig witzig, man. Ich habe mir richtig den Arsch abgelacht bei den ganzen Pressekonferenzen. Fight-technisch her ist das halt ein sehr großer Step für McGregor. Also, ganz kurz. Was Gewicht angeht. Conor hat auf jeden Fall Nate Diaz bei diesen ganzen Pressekonferenzen und so aber richtig zerstört. Vor allem dieses Interview bei UFC und Fox, das war ja das Witzigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. So Nathan Diaz, der konnte da echt gar nichts mehr sagen, so, weil er einfach mental so geschlagen war, so angeschlagen war. Das war richtig witzig gewesen. Also wie gesagt, über den Kampf konnten wir echt so lange reden. Ich versuche mal so die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Conor geht hier
wie viele Gewichtsklassen hoch? Zwei Gewichtsklassen geht er hoch, was eh schon der Wahnsinn ist. Ja, meiner Meinung nach ist es nicht seine Gewichtsklasse. Er sollte da noch nicht kämpfen, so finde ich jetzt. Ist halt ein gewagter Schritt. Und gut, es geht halt gerade nicht anders. Das andere hat sich ja verletzt bei der Lightweight und deswegen geht er hoch. Ganz ehrlich, weiß nicht, ich halte von dem Kampf nicht so viel. Also, wenn Conor jetzt Nate besiegt, auch beeindruckend besiegt, ich werde ihn auch nicht mit anderen Augen ansehen, so weißt du. Für mich, ist, also Nathan Diaz ist für mich eh ein Punk, Alter. Ich mag den nicht und meiner Meinung nach auch nicht so ein guter Fighter. Und kein Plan, was jetzt Conor davon hat, wenn er ihn jetzt besiegt, weißt du, was ich meine, so. Und selbst wenn Conor gegen Nate Diaz verlieren sollte, so, klar gibt's voll, wird die ganze Welt Conor shit-talken, aber Alter, das ist auch nicht, da sage ich einfach, das ist nicht seine Gewichtsklasse, fertig, weißt du, was ich meine? Nate Diaz wirft ja Conor mal vor, ja, du hast Dinger, du hast gegen Midgets gekämpft bei der Featherweight Division, du hast gegen kleine Leute, kleine Menschen gekämpft und so. Und ja, aber weißt du, wenn er 145 Pfund schafft, dann ist er ein 145 Pfund Kämpfer, Alter, ganz einfach so. Dann ist er ein Featherweight Fighter. So, das hat die Nate Diaz so durch die ganzen Press-Conferences und die ganzen Build-Ups immer vorgeworfen. Du kämpfst gegen Midgets, gegen kleine Leute und so. Jetzt kämpfst du mal gegen einen richtigen Mann und so. Alter, wenn Conor die Gewichtsklasse schafft, dann ist er ein 145 Pfund Fighter, fertig, so. Und wie gesagt, so, ich finde, das ist nicht seine Gewichtsklasse. Ja. Er ist jetzt trotzdem, der Kampf findet ja jetzt trotzdem statt, ist ja jetzt auch egal, ob er jetzt den Kampf gewinnt oder verliert, ist mir jetzt eigentlich persönlich nicht so wichtig. Ich werde ihn jetzt nicht mit anderen Augen ansehen, je nachdem, wie auch, ist mir auch egal, wie der Kampf ausgehen wird, ja, eigentlich. Und nee, ich hoffe schon, dass das Conor gewinnt natürlich, aber selbst wenn er verlieren sollte, also ich werde ihn jetzt nicht mit anderen Augen ansehen oder so. Ja, also zu dem Fight will ich auf jeden Fall sagen, ist ein. Das Problem für McGregor wäre dann halt, wenn es zu Boden geht, weil Nate Diaz hat schon ein gutes Ground Game auf jeden Fall und der trainiert ja auch sehr viel mit seinem Bruder oder mit den ganzen Leuten aus seinem Camp, mit Gracies und was auch immer. Der ist da auf jeden Fall gut. Und das Ding ist halt, der hat halt eine größere Reach und der ist halt größer als Conor. Und das hatte Conor McGregor halt dann nie davor. Die ganzen Leute waren immer kleiner und hatten weniger Reach. Aber das Diaz sagt, er kämpft gegen kleinere. Nate Diaz ist doch auch 155, weißt du. Der ist eine Gewichtsklasse höher und Conor McGregor wollte da eh hoch. Also macht eh gar keinen Sinn. Was der da gesagt hat, macht gar keinen Sinn. Ja, dem ist halt nichts anderes eingefallen, was der Conor an Kopf werfen konnte. Egal, auf jeden Fall. Also das ganze Bild, da war halt geil. Also darauf haben sich halt, da haben sich alle drauf gefreut, so. Weil jeder wusste, okay, der Fight, also in meinen Augen glaube ich, dass Conor McGregor den im Stand-Up halt richtig auseinandernehmen wird. Weil Nate Diaz ist halt, der hat halt auch dieses Volume-Punchen so, aber ich finde, der hat halt auch nicht Knockout-Power. Der hat gegen Michael Johnson gekämpft, der hat Michael Johnson clean oft getroffen, aber konnte den nicht ausknocken. Und das war auch 155 so. Und wenn er da schon nicht Leute auszunocken schafft, dann wird er auch nicht Conor McGregor ausknocken können. Und Conor McGregor mit seiner Left Cross, der hat da so viel Power drin, ich glaube, der wird es auch schaffen, Nate Diaz auszunocken so. Ich glaube dem, der wird es schaffen so. Wenn er halt sich nicht runterkriegen lässt. Ja, ich sag auch noch kurz was zum Kampf. Also die Stärke von Nate Diaz ist halt seine Kondition. Er hat halt sehr gute Kondition und dieses Volume Punching so. Das macht halt die Gegner fertig. Der hat keine Knockout Power, also man braucht keine Angst zu haben, wenn man mal von Nate Diaz getroffen wird oder so. Man steckt halt die Schläge einfach ein so. Das nimmt halt ein bisschen so die Luft weg. Das ist halt das Ding, weißt du. Und der versucht halt seine Gegner immer durch dieses Pressure zu gewinnen, dieses Pressure Boxing, ne. Bei Conor wird er aber eben ein bisschen Probleme haben, weil Conor hat auch richtig gute Konditionen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konditionen sind bei Weltergewicht, aber dem traue ich alles zu, Alter. Das ist eh der King, Alter. Und ja, was wollte ich noch sagen? Es gibt ja schon einen Gameplan, wie man Nate Diaz schlagen kann, hat ja Josh Thompson gezeigt und Benson Henderson, indem man den einfach eventuell am Boden kontrolliert. Benson Henderson ist ja ein sehr, sehr guter Wrestler. Gut, der hat ja auf Mix-Up gespielt, so. Josh Thompson hat ihn ja TKO'd durch einen Headkick, das Problem. Und genau, Dos Anjos hat ja auch gegen Nate Diaz gewonnen, habe ich ganz vergessen gehabt. Da hat er auch quasi diesen Gameplan ausgelegt, wie man ihn schlagen kann. Nate Diaz ist halt immer, der kämpft flat-footed, weißt du, so der hat halt nicht viel Movement, sag ich mal, ist ein bisschen stationäres Ziel. Und eine Möglichkeit gegen Nate Diaz zu gewinnen ist immer,
sein Frontleg zu kicken, weißt du, das hat Dos Anjos gemacht, der hat immer sein den Frontleg von Nate Diaz gekickt die ganze Zeit und hat ihn so quasi sein Nate Diaz sein Movement genommen und die einfach die Möglichkeit, diese Ability auf seinem Fuß zu stehen, weißt du, der hat solche Probleme gehabt, später auf seinem Frontleg zu stehen, dass er kaum noch diese Punches schlagen konnte und so konnte er eben Dos Anjos deutlich den Kampf gewinnen. Also ich glaube, Conor wird schon wissen, was er tut hier. Und also wie gesagt, also mich eigentlich mir wurscht, wer den Kampf gewinnt. Aber ich glaube, Conor wird es schon machen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Conor es machen wird. Das Ding ist halt auch durch das ganze Movement, das er hat, der Conor wird der den flat-footed Nate Diaz richtig Probleme bereiten. Weil der wird dann halt da sein und nicht da sein, so wie Conor McGregor immer sagt, Alter. Kommt dann von irgendwo mit dem Kick, Alter, von links oben, von rechts unten, Alter, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist halt Conor McGregors Vorteil schon gegen alle Gegner, die der hatte. Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Kommen wir zu den News. Da gibt es ja so ein, zwei News, die wir auch kurz bereden. Die Ausgabe geht schon wieder zu lang, Alter, aber es ist egal. So, Dana White, not against Conor McGregor fighting for 170 title. Conor is hard to deny these days. Was sagst du zu der Headline? Dass Conor eben, ja, für den Titel kämpfen kann, für den Weltergewicht-Titel, obwohl der nicht mal irgendeinen Kampf hat oder irgendwas. Ich finde das voll heftig, Mann. Das ist sowas Abartiges, auch so ein kranker Schritt. Der hat noch nie 170 gekämpft. Findest du das ein bisschen weit hergeholt von Dana White? Nee, ich keine Ahnung. Ich meine, der hat so einen Typen vor sich. Der Typ sagt, okay, ich knock den und den in der Runde aus, so. Und ich hole mir den Titel und dann hole ich mir nochmal den Titel, so. Und ich meine, Dana White hat nichts zu verlieren, weil der macht so viel Geld dadurch. Der wird gegen Robbie Lawler, Mann. Also ich hätte es noch nicht gemacht, wenn ich an Conor McGregor Stelle wäre. So. Ich hätte erstmal gegen 155 nochmal probiert. Wenn überhaupt, auf jeden Fall, ja klar. Das ist so krass einfach. Weil Robbie Lawler ist auch ein verdammtes Biest einfach so. Jetzt mal abgesehen davon, das ist so ein krasser Schritt, wieder zwei Gewichtsklassen hochzugehen. Und Robbie Lawler, der ist ja dann, der cuttet ja runter bis 170 einfach. Der ist dann, was weiß ich, Alter, sicher 205 oder so, wenn der nicht Gewicht macht. Also der Schritt gegen Robbie Lawler ist schon sehr, sehr gewagt. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber so im Lightweight, warum nicht, würde ich den schon gern sehen, obwohl ich immer dagegen bin, dass Leute so hochgehen, Gewichtsklassen einfach hochgehen oder so. Aber gut, Conor ist halt so gut, der expost halt die Leute, weißt du, er hat so viel Talent und so viel Skill. So, der schließt diese Lücke, weißt du. Ja, also für 145 sehe ich jetzt auch keine große Herausforderung mehr für den so. Der hat den Besten da schon besiegt mit einem Schlag. Also 155 hätte ich jetzt gesagt. Lass 155 kämpfen. Schaust dir an, 155. Gegen Dos Anjos wäre ein richtig geiler Fight gewesen. Da hätten wir mal gesehen, was er kann. Dass er jetzt noch 170 machen will, das ist crazy einfach nur. Das ist einfach nur verdammt nochmal verrückt, Mann. Die nächste News ist der Wahnsinn. Alter, Stephen Thompson, der gegen Johnny Hendricks gewonnen hat, wird gegen Rory McDonald kämpfen in Ottawa in Kanada. Ich weiß noch nicht wann, ist aber auch egal. Also der Kampf wurde schon angesetzt. Stephen Thompson gegen Rory McDonald und das wird, glaube ich, 18. Juni. Okay, jetzt haben wir auch das Datum. Das wird einfach nur ein Kunstwerk werden. Also es wird kein Kampf werden, es wird wie Picasso, Alter, der irgendwas zeichnet oder irgendwas malt, Alter. Oder was sagst du zu der Kampfansetzung? So ein krasser Fight im Welterweight. Das sind die Top-Guys gerade im Welterweight mit halt Robbie Lawler auf jeden Fall. Und Roy McDonald hat schon gegen Robbie Lawler so gut gekämpft. Ey, und scheiß Stephen Thompson, der war so krass in seinem letzten Fight gegen Johnny Hendricks, der hat Johnny Hendricks exposed und Johnny Hendricks war schon mal Champion und hat schon mal gegen Robbie Lawler gewonnen, so. Das wird so ein guter Fight, man, darauf, ich freue mich jetzt schon. Und der wurde, ich weiß es erst ab heute, ich freue mich jetzt schon auf den Fight so. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, den Fight zu sehen. Rory McDonald ist ja meiner Meinung nach eines der Fighter mit den wirklich mit dem meisten Talent. Der ist so gut, der ist auch jung, junger Fighter. Er ist so, so viel Talent in sich und Stephen Thompson ist ja jetzt auch ein upcoming Fighter. Also das wird echt Wahnsinn. Ich glaube, ich würde mal sagen, beide Fighter in ihrer Prime.
Das wird einfach ein, das wird kein Kampf werden, das wird einfach ein Kunstwerk werden. Da kannst du dann Mozart abspielen lassen, wenn der Kampf stattfindet so. Und dann wird nur noch wahrscheinlich Dinger Blut fließen, so in diesem Cage-Alter, so überall. Darauf, vor dem Fight werden wir auf jeden Fall nochmal darüber reden, Mann. Darauf freue ich mich auch schon. Yes. So, die nächste News, Wiederkampfansetzung, und zwar für UFC 199. Luke Rockhold gegen Chris Weidman, was mich persönlich sehr freut, dass Chris Weidman die Chance bekommt auf ein Rematch, also Immediate Rematch, dass er sofort wieder eins bekommt, weil der erste Kampf war ja ein bisschen so, ja, so lala, ne? Und das ist jetzt die Chance für Chris Weidman, sich zu rächen. Und der nächste Kampf, die nächste Kampfansetzung ist Dominic Cruz gegen Uriah Faber, und ich glaube, dazu willst du was sagen. Ich verstehe nicht, wieso nicht TJ Dillashaw nochmal ein Rematch gekriegt hat, weil das war ein richtig knapper Fight so. Das verstehe ich nicht, weil Chris Weidman gegen Luke Rockhold, also ich meine, klar, Chris Weidman hat gut gekämpft, aber ich fand schon, dass Luke Rockhold die ersten Runden halt dominiert hat. Und dann hat Chris Weidman hätte die letzten Runden noch gewinnen können, hat dann aber den Fehler gemacht mit dem Spinning Leg Kick. Und der kriegt auch ein Rematch, also ich finde auf jeden Fall, TJ Dillashaw hätte auf jeden Fall ein Rematch kriegen können. Jetzt von der Geschichte her ist es natürlich interessanter. Klar, die haben jetzt schon zweimal gekämpft und Uriah Faber hat Dominic Cruz sogar besiegt. Ja, im ersten Kampf, das war aber noch zur WEC-Zeit. Ja, also WEC, das war eine andere Promotion gewesen. Danach kam ja die UFC und da hat dann Dominic Cruz gewonnen. Durch Punkte auch hervorragend gekämpft. Wieder mit seinem Head-Movement und Footwork und Boxing, so wie er halt immer seine Kämpfe gewinnt. Und das wird jetzt der dritte Kampf zwischen den beiden Rivalen, Alter. Die hassen sich ja wie die Pest. Und die hassen sich ja schon ewig, Alter. Und ja, vielleicht können die da jetzt ihre Streitigkeiten settlen, Alter, in dem Kampf. Und mal schauen. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Fight. So, die ganzen unteren Gewichtsklassen, die sind super technische Fights einfach. Und Dominic Cruz hat schon gegen TJ Dillashaw gezeigt, was für ein Footwork der hat. Der hat den so selten getroffen, also der TJ Dillashaw hat so viele Punches geworfen und hat wenige getroffen, also wenige nicht, aber er hat halt weniger getroffen als wahrscheinlich hier, als wahrscheinlich gegen den anderen Gegner. Und Uriah Faber ist halt, klar, der ist jetzt auch schon eine Legende in dem Sport, den kennt halt jeder einfach, California Kid, hat so viele Fights schon gehabt und der ist jetzt, glaube ich, auch, er wird jetzt auch bald aufhören, denke ich mal. Aber jetzt nochmal ein Fight gegen Dominic Cruz für den Titel. Da freut sich natürlich auch Uriah Faber und ich freue mich auch auf den Fight, weil das wird ein super, super Fight. Da freue ich mich. Okay, bin ich der gleichen Meinung. Ich würde mal sagen, das war's dann soweit von uns. Es sei denn, du willst noch was sagen, Yannick? Nee, unterstützt uns weiterhin und gebt uns eure Meinungen zu den Fights in den Comments wieder. Und ja, wenn ihr wollt, teilt natürlich und liked, damit wir wissen, ob es euch gefällt. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja, ich würde noch sagen, zeigt uns ein bisschen Liebe, abonniert den Channel, falls ihr mehr von uns hören wollt. Und ich habe euch lieb, passt auf euch auf und Gott segne euch. Muah.